Ach, Leipzig, geil. Und weißt du was, Lutz? Ich weiß, du liebst es. Ja. Die Online-Community liebt es. Ja. Ich habe wieder ein Quiz vorbereitet. Echt? Zeig mal. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt mal ein bisschen in die Tiefe gehen, journalistisch werden, nicht so Larifari. Wir gehen zu einem Soziologen und der erklärt uns jetzt das Phänomen AfD. Alles klar? Fabian! Kein Bock. Ja, ist ja echt gut. So, erstmal schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Herr Professor. Wir wollen heute über die AfD reden, über AfD-Wähler. Wogegen protestiert denn jemand, der die AfD wählt? Also was wir wissen ist, das Thema Flüchtlingskrise hat den Leuten wirklich nicht geschmeckt. Mhm. Sie möchten keine multikulturelle Gesellschaft. Gucken Sie hier, so ein Stadtpark. Was da ist, da sehen Sie also schon relativ wenig Deutsche noch dann. Ja, und dann gibt es so ein Institutionenmisstrauen, nennen wir das. Also die Eliten, was die in der Demokratie machen, das ist nicht so transparent, das gefällt einem nicht. Dem muss man mal in Berlin zeigen, dass die so nicht weitermachen können. Ist es so, dass viele CDU-Wähler dann so in die Arme der AfD geflüchtet sind und suchen so ein bisschen die rechtere Haltung und wissen nicht, wo sie sonst hingehen sollen? Die Frau Merkel hat gesagt, meine Politik ist alternativlos. Und ich bin der Meinung bin ich nicht. Wenn Sie an die Abschaffung der Wehrpflicht denken, ja, das Ende der Atomkraft beispielsweise, die Einstellung zur Homo-Ehe, all das sind Dinge, die waren für die CDU in den 80er Jahren völlig undenkbar. Die AfD ist schon die einzige Partei, die wir auf dem politischen Markt sehen, die ganz klar sagt, wir wollen mehr Nationalstaat, wir wollen vor allen Dingen auch weniger Migration haben. Und da hat man jetzt als Wähler nicht so wahnsinnig viel Auswahl, wenn man eine Partei haben will, die auch eine Chance hat, im Parlament zu sein. Also ich wähle eine Alternative zur Merkels Politik. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass in Ostdeutschland wir einen relativ geringen Anteil von Migranten haben, die hier leben. Wir selber wohnen ja auf einem kleinen Ort. Wir haben ja jetzt halt keine Immigranten da. Was schätzen Sie denn, wie hoch ist der Ausländeranteil in Brandenburg? Ich denke mal so 45%. Und wir wissen, je mehr Migranten in einer Stadt leben, desto liberaler ist die Bevölkerung insgesamt gegenüber Migration aufgeschlossen. Was glauben Sie denn, haben die... die Altparteien falsch gemacht im Umgang mit den Ostdeutschen? Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wir wissen, dass in Ostdeutschland die AfD ja viel stärker ist als in Westdeutschland. Dann schauen wir ein bisschen genauer hin und stellen fest, naja, was unterscheidet denn die Landesteile? Etwas, was man so in der Wissenschaft Strukturschwäche nennt. Ach, das heißt, die Läden sind alle zu, es gibt auch keinen Supermarkt? Nee, nichts. Der Konsum macht zu, die Kaufhalle, der Landarzt wird nicht mehr wieder besetzt. Die Bahn, ja, schließt ihr letztes Häuschen und ihre Dorfstation. Und das nehmen die Leute als eine Form von Benachteiligung wahr, als eine Form von Rückschritt, wo sie sich tatsächlich benachteiligt fühlen und sagen, ihr könnt uns hier nicht hängen lassen. Was kann man da machen? Also wirklich, man kann ja nicht auch hingehen und sagen, so, wir machen jetzt zu, zieht mal woanders hin. Also wenn sie dagegen steuern werden, müssen sie die Leute ernst nehmen und müssen versuchen, infrastrukturell dagegen zu halten. In der Tat. Und müssen sich was überlegen, wie sie Landärzte zum Ansiedeln bewegen, damit die nicht in die Großstädte ziehen, sondern eben aufs Land. Wäre eine Möglichkeit. Sehr teuer, schwierig, man kann ja niemanden zwingen. Aber damit die Versorgung auf dem Land tatsächlich sichergestellt ist. Ich habe mir jetzt mal was total Spannendes ausgedacht. Ja, wir sind klassische AfD-Wähler. Wir sind ein ostdeutsches Pärchen. Ich bin natürlich der Mann. Also ich bin Mike. Und ich bin Mandy, oder was? Du bist Mandy. Mandy. Ich würde jetzt sagen, warum ich die AfD wähle. Und Sie könnten dann gucken, stimmt das? Ist da was dran an der These oder ist das Quatsch? Ich glaube, dass die Ausländer mir meinen Job wegnehmen. Dass sich AfD-Wähler bedroht fühlen vor Arbeitslosigkeit, kann die Forschung so nicht bestätigen. Also ich wähle auch AfD, weil wir haben Diesel. Und das ist gut, das ist ein guter Diesel. Und top.
und wir haben auch eine Ofenheizung, dann ist uns auch warm. Und wir wollen auch weiter verfeuern dürfen, wenn wir wollen weiter mit dem Diesel durchs Erzgebirge brettern. Ja. Ihr wählt AfD, weil ihr nichts gegen den Klimawandel tun wollt, oder was? Den gibt's doch gar nicht. Den gibt's nicht. Es gibt keinen Klimawandel. Okay, das ist eine klare These. Vermutlich ist das so. Auch da können wir nicht 100% sagen. Aber wir haben den Eindruck, dass unter AfD-Wählern häufiger Klimawandelleugner sind als unter anderen Parteien. Und die Protagonisten der Partei, die sagen das ja auch. Ne? Menschengemachter Klimawandel, sind wir uns nicht so sicher, halten wir für Unfug. Und das ist etwas, was AfD-Wähler glaubwürdig finden. Also wenn der Mike nach Hause kommt, dann habe ich da einen Tofuschnitzel gemacht. Das esse ich nicht. Dein scheiß Tofuschnitzel esse ich nicht. Ja, was soll ich denn? Ich kann doch nicht Tofu backen für den Mike. Ja, die backt man ja nicht, die brät man ja. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, das, wie das anscheinend man mit weißt du es nicht. Ja, woher soll ich es auch wissen? Deswegen ist es auch Zeit, sich jetzt zu trennen. Es ist Zeit, sich zu trennen. Wir müssen uns doch trennen. Ich bin ja wirklich ein optimistischer Mensch und glaube immer an das Gute. Aber bei euch beiden, glaube ich, ist Hopfen und Malz verloren. Ihr solltet getrennter Wege gehen. Mike. Mandy. Dann heißt es jetzt Tschüss sagen. Das ist die Wahlbenachrichtigung. Die Demokratie wird einem nicht geschenkt. Für die Demokratie muss man arbeiten. Wählt sie jetzt aber trotzdem nicht, ne? Wollen Sie jetzt noch was essen oder nicht? Mir machen Rechte Angst. Wo sind die Rechten? Man darf die einfach nicht wählen. Fertig, aus. Sachsen ist nicht Tofuland. Die AfD wird nicht mehr verschwinden, die bleibt. Und ansonsten ist das ein wunderschönes Land mit wunderschönen Menschen. Wie sehen wir in echt aus? Noch besser als im Fernsehen. Fabian, ich habe den Osten unterschätzt. Ich muss sagen, eigentlich war es doch ganz schön. Klar, wir haben ein paar Rechte getroffen, aber insgesamt waren die Menschen doch echt herzlich. Ich habe mich wohlgefühlt. Ist echt schade, dass wir jetzt wieder zurück nach Köln müssen. Aber müssen wir denn zurück nach Köln? Mike? Du hast recht, Mandy. Lass uns hier leben.